Hast du dein Handy dabei? Nein. Wieso sollte ich? Vielleicht brauche ich dich heute im Geschäft. Du willst mich kontrollieren, ich weiß. Falsch? Kann es vielleicht sein, dass du mich betrügst? Würde es dich wundern? Ja. Warum? Habe ich etwa keinen Grund dazu? Es wäre ziemlich mutig von dir. Willst du mir drohen? Du kannst es dir aussuchen. Wartet er hier auf dich? Ja, jedes Mal. Kakao? Ja, ja. Können wir auch noch so einen Kakao haben? Ja? Und? Hast du ihn gerade gesehen? Ja, habe ich gesehen. Habt ihr Ärger gehabt? Guten Morgen. Morgen. Haben Sie pünktlich geöffnet? Ja, aber für die Gegend haben wir wirklich eine Stunde zu früh auf. So, finden Sie. Schön hast du das wieder gemacht. Das sagst du jedes Mal. Fangen wir an? Wollen wir nicht auf Mama warten? Es wird wieder alles kalt. Na gut. Sag mal, ich vermisse mein Yachtglas. Weißt du, wo das ist? Es ist da, wo es immer ist. Na genau, da ist es eben nicht. Komm, ich zeig's dir. Was ist das? Was steht da? Dass ich hätte schwören können. Was man sieht, ist nicht immer das, was man sieht. Wo ist denn das her? Tja, wo bleibt ihr denn so lange? Wir haben ein Fernglas gesucht. Haben wir nicht. Ist das eine Begrüßung? Was habt ihr denn heute so gemacht? Hm? Entschuldige, das ist mir zu viel. Ich habe wenig Hunger. Ah, aber ich. Bitte. Jetzt wird gegessen. Genug? Nicht wahr, Jenny?
was hast du so gemacht? Erst du. Ich fahre nächste Woche nach New York. Zu dem Galerieprozess? Ja. Als was? Als Zeuge, als Sachverständiger bin ich in den USA nicht zugelassen. Das wäre Picasso egal. Es handelt sich um einen Van Gogh. Du wolltest noch erzählen, was du so gemacht hast. Ich? Ich war im Kino. Ich habe einen wunderschönen Film gesehen. Das Piano? Ja. Zum dritten Mal. Ja. Der läuft aber gar nicht mehr. Er lief noch. Gehst du heute Abend noch weg? Ja. Dienstag ist doch immer das Treffen mit meinen Freundinnen. Vergessen? Naja. Ich habe keinen Hunger mehr. Abräumen könnt ihr. Sie ist unzufrieden mit uns. Sie glaubt, dass sie dich verloren hat. Sie spürt es, genau wie ich. Sie fühlt sich verraten. Was ist das für ein Unsinn? Der Film läuft schon seit einer Woche nicht mehr. Liebe Jenny, ich bin dir Rechenschaft schuldig über mein Tun. Nur dir, sonst niemandem. Es ist so schwer zu erklären. Ich habe die Liebe deiner Mutter verloren und ich kann damit nicht umgehen. Ich bin ein schrecklich altmodischer Mensch. Ich werde mich töten. Ich will versuchen, es dir zu erklären. Ich weiß, dass du mich liebst, aber das allein kann es nicht sein. Wenn ich... Kannst du mir denn erklären, was wir beiden noch miteinander zu tun haben? Außer natürlich, dass du mein Geld für deine Pleiten brauchst. Ach, Gabi, bitte. Fällt dir noch irgendwas anderes ein? Schau mal, ich... Warum willst du denn schon wieder weg? Mein Gott, weil heute Dienstag ist und ich meinen Stammtisch habe. Was machst du? Ich... geh in Puff. Ja, das traue ich dir sogar zu. Hallo. 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 Grüß dich. Wir reden gerade über letzte Worte. Oh, was für letzte Worte? Was die Männer gesagt haben, als wir heute Abend aus dem Haus gegangen sind. Das sage ich lieber nicht. Na los, sag schon, was hat deiner gesagt? Ich gehe in den Puff. Das ist nicht wahr. Das ist doch unglaublich. Hey, was ist das denn? Toll. Ja, das habe ich für uns bestellt. Hast du Geburtstag? Nein. Ich lasse mich von meinem Mann scheiden. Na, dann bist du die Erste. Wunderbar, ja.
Und du? Du, das kann ich ihm nicht antun. Du liebst ihn immer noch, hm? Nein. Nein, wegen Jenny. Ich glaube, ich habe sie schon mal gefahren, gell? Am Dienstag. Das kann gut sein. Was macht das? 26,50. Quittung? Nein, danke. Hier. Stimmt so. Ah, danke. Wiederschauen. Wiedersehen. Gute Nacht. Mein Zimmer geht nach hinten raus. Mein Mann ist nicht da. Aber bis ich hier vorne war, da sind mindestens 2 Minuten vergangen. Ja, und da lag die Gabi und da stand das Taxi und der Fahrer ist gerade auf sie zugelaufen. Das war alles. 3 Schüsse. Das hätte aber auch einer gereicht. Ihr habt die Schüsse gehört? Und dann bin ich sofort wieder rückwärts zurückgefahren. Meint, wo hättet ihr davon drehen sollen? Haben Sie jemanden weglaufen sehen? Wegfahren. Und wann sind Sie eigentlich wieder zurückgekommen? Ja, maximal 1 Minuten. Ich hab niemanden gesehen. Und Sie hatten keine Angst? Na. Aber jetzt, wo es fragen, wundert es mich auch. Und bei der Uhrzeit, da sind Sie sich sicher? Ja, absolut. Was ist denn hier los? Wer sind Sie denn bitte? Ja, ich wohne hier, das ist mein Haus. Das ist ja meine Frau. Moment. Das ist besser, Sie gehen da nicht hin. Das ist meine Frau. Kommen Sie, kommen. Gabi! Gabi, bitte! Geh nicht hin! Gabi ist tot! Sie ist tot! Sie ist erschossen worden! Wer hat sie da erschossen? Sagen Sie mir, was passiert ist! Bitte! Bitte, Gabi! Ich bin da jetzt nicht drüber! Warum denn? Komm, warte mal, Leo. Geh mal von einem Revolver aus. Wir haben keine Patronenhülsen gefunden. Naja, der oder die Täter können die Hülsen ja eingesammelt haben. Dafür war die Zeit zu kurz. Ach. Sie heißt Gabriele Michalek. Das war ihr Mann eben. Eine ziemlich hohe Getränkerechnung habe ich bei ihr gefunden. Aus einem Bistro mit Champagner und so. Tja, Leo, ist natürlich wie immer. Keiner hat nur irgendwas gesehen. Tja, 2 Lungenschüsse, 1 Herzschuss. Sie muss sofort tot gewesen sein. Tja, jetzt seid ihr dran. Ich verstehe das einfach nicht. Als ich bei ihr war, war sie schon tot. Machen Sie bitte auf. Bitte. Danke. Das ist mein Kollege Richter. Guten Tag. Grüß Gott. Die Herren sind da drin. Sind Sie mit dem Michalek befreundet? Ach nein, das kann man nicht so sagen. Mein Mann und ich mögen nicht, wie die beiden miteinander umgehen. Wie gehen die denn miteinander um? Ach, ständig streiten sie.
Das endet noch mal mit Mord und Totschlag, hat mein Mann gesagt, so zum Spaß. Das war nicht so gut, nicht? Ja, um was geht's denn da immer so? Ach, um alles Mögliche. Meistens um Geld. Sie hat mal ganz schön was geerbt und er marschiert auf seine dritte Pleite zu. Haben die Kinder? Oh Gott, das fehlt dir noch. Aber sie wird Ihnen doch gesagt haben, wo sie hinfährt. Ich begreife das einfach alles nicht. Warum bringt jemand Gabi um? Warum? Also Dienstag war sie immer bei so einem Frauenstammtisch. Also, da wollte sie hin. Und Sie? Wo waren Sie? Ja, Herr Michalik, das ist eine furchtbare Geschichte. Entschuldigung. Ja? Ich bin gleich fertig, ihr könnt kommen. Gut, danke. Wir können jetzt bald ins Haus. Nein. Nein, ich kann das nicht. Das Blut und das alles, ich ertrag das nicht. Einschlafen. Wer sind Sie? Hallo? 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 Was fragen Sie mich da eigentlich für Sachen? Wie sollen wir sonst herausfinden, wer Ihre Frau getötet hat? Ja, aber doch nicht, indem Sie mich fragen, wie unsere Ehe war. Oh, doch. Da wir nicht von einem Raubmord ausgehen können? Ach, sind Sie jetzt dabei, mich zu verdächtigen? Oder wie muss ich das sehen? Das müssen Sie nicht so sehen. Also, wie war Ihre Ehe? Nicht gut. Das werden Sie ja schon erfahren haben, oder? Ja, aber deswegen bringt man doch nicht gleich den anderen um. Wir würden uns da nicht so festlegen. Ihre Frau ist wohlhabend? Ach, so ist das. Wollen Sie einen Rechtsanwalt? Nein, ich denke nicht daran. Das wäre ja schon ein halbes Geständnis. Wo waren Sie eigentlich heute Abend? Ich? Ja, Sie. Ich bin in der Stadt herumgefahren. Einfach so, so ziellos. Das ist nicht so gut. Mein Gott, ich war wütend auf meine Frau. Worum ging's denn? Es ging um Geld. Es ging immer nur um Geld. Die Blutspuren sind beseitigt. Wir können jetzt ins Haus. Fahren Sie bitte weiter. Aber ich glaube nicht, dass ich hier bleiben kann. Wo haben Sie denn Ihren Laden? Mein Geschäft ist in der Theatinerstraße. Auf jeden Fall sehen wir uns morgen im Präsidium. Wozu denn? Für ein Protokoll. Ach so. Sagen Sie, meine Frau, wo ist die jetzt? In der Rechtsmedizin. Und war sie gleich tot? Ja. Das Zimmer versiegelst du, ja? Mhm. Ach ja, was war denn mit dem Telefon? Da war eine Stimme. Ich kann nicht einschlafen. Männerstimme, Frauenstimme? Es war eine Frauenstimme. Thank you.
Du bist noch mal weggefahren. Ja. Und wo warst du? Lass mich in Ruhe. Bitte geh. Du sollst gehen, verdammt nochmal! Die Ehe war kaputt, nehme ich mal an. Die sind beide fremdgegangen, Michalek und seine Frau. Heute war sie bei einem Frauenstammtisch. Wir besorgen uns mal die Namen von den Frauen. Ich kann nicht einschlafen, hat die Frau am Telefon gesagt. Hat sie gesagt. Wir trauen den Menschen immer alles zu. Merkt ihr das eigentlich? Müssen wir doch, oder? Wieso müssen die fremdgehen? Müssen die doch gar nicht. Habt ihr für mich auch eine Pizza? Leider nein. Er ist übrigens doch in seinem Haus geblieben. Bernhard Michalek. Ist das alles? Ein bisschen wenig. Ich habe was Interessantes gefunden. Ja, und? Mach mal die Abdeckung auf, hinten. Und auf einmal findest du deine große Liebe. Trotz Kind und Mann, deine Marianne. Liebesbriefe habe ich gefunden. Marianne Kehnert heißt sie. Nina Taschur, hallo. Kaiser ist mein Name. Frau Kaiser, guten Morgen. Hören Sie, Sie müssen heute alleine zurechtkommen. Meine Frau ist tot. Tag, Herr Michalek. Guten Tag. Was wollen Sie denn schon wieder? Wir wollen uns im Zimmer Ihrer Frau umsehen. Dürfen Sie denn das? Ja, das dürfen wir. Ja, bitte. Ist Ihnen denn inzwischen jemand eingefallen, der Sie letzte Nacht gesehen hat? Nein. Hören Sie, warum sollte ich denn meine Frau töten? Nur weil ich eine Menge Geld erbe? Zum Beispiel, Herr Michalek. Haben Sie eine Waffe? Nein, natürlich nicht. Ich habe auch noch nie eine besessen. Ich könnte auch gar nicht damit umgehen. Sie wissen, dass Ihre Frau eine Freundin hatte. Ja, sicher. Sie hatte ein Verhältnis mit einer Frau. Was? Was? Ich glaube Ihnen kein Wort. Es ist aber so. Frau Paulich? Kenat hier. Könnten Sie mal nachsehen, ob Jenny schon in ihrer Klasse ist? Ja, danke. Ja, du musst doch wissen, ob sie heute Nacht hier war oder nicht. Ist sie in der Schule oder nicht? Ja, die Paulich hat sie schon gesehen. Sag mal, wieso muss eigentlich nur ich wissen, ob Jenny heute Nacht hier war? Frag dich doch mal selber. Guten Tag, wir sind von der Polizei. Dürfen wir bitte reinkommen? Ja, bitte. Danke. Können wir Ihre Frau sprechen? Meine Frau? Ja. Ja? Ist sie da? Ja. Wenn Sie so lange bitte hier. Moment. Was
Edel, ha? Tja, der Mann ist Kunstsachverständiger. Und ziemlich durcheinander. Ja, das wärst du auch, wenn wir morgens um die Zeit in deiner Wohnung aufkreuzen würden. Wenn Sie so lange bitte vielleicht Platz nehmen wollen. Danke. Danke. Kann ich Ihnen was anbieten? Danke, nein. Guten Tag. Guten Tag. Guten Tag. Mein Name ist Axel Richter, das ist mein Kollege Heimann, Mordkommission. Würdest du uns bitte allein lassen? Sie haben mich schnell gefunden. Ich weiß, warum Sie hier sind. Warum? Ich bin letzte Nacht noch dorthin gefahren. Zu dem Haus. Waren Sie das am Telefon? Ja. Ich konnte nicht einschlafen. Da war eine schreckliche Ahnung. Und weiter? Ich kann nur schwer darüber reden. Wir müssen aber drüber reden. Ich habe den liebsten Menschen verloren. Außer meiner Tochter. Ich weiß nicht, ob Sie das verstehen. Ich denke schon. Ich möchte nicht hier reden. Gut, dann kommen Sie doch ins Präsidium. Heute Nachmittag? Ja. Warum hat er Ihren Mann weggeschickt? Warum will ihn im Haus nicht reden? Viele sagen, niemand kann eine Frau besser verstehen als eine Frau. Möchtest du mir vielleicht etwas erklären? Ich weiß nicht. Ja, immerhin, es war die Mordkommission im Haus. Glaubst du nicht, dass mich das etwas angeht? Meine Freundin ist ermordet worden. Welche Freundin? Du kennst sie nicht. Und das war's jetzt. Ich kann dir nicht... Soll ich aus deinem Leben verschwinden? Rechenschaft schuldig über mein Tun. Nur dir. Ich habe die
Liebe deiner Mutter verloren und ich kann damit nicht umgehen. Ich werde mich töten. Ich werde mich töten. Du, Gerd, die drei Schüsse sind auf Distanz abgegeben worden. Ja, und? Ja, ihr Mann wäre nah genug an sie rangekommen. Der kann doch kein Blut sehen. Was ist mit Frau Kienhardt? Die kommt her. Ah, ja. Sie wollte zu Hause nicht sprechen. Ach, hier. Was hier? Ja, das ist die Telefonliste von den anderen Frauen vom Stammtisch. Hat sie uns gegeben. Sie haben im Zimmer von Frau Michalek auch gefunden. Hm. Ja, meine Herren, was müssen wir uns denn nun vorstellen? Ein Frauenstammtisch, nicht mehr und nicht weniger. Und dass die beiden Verhältnis miteinander haben, das ist rein zufällig. Ja, mehr oder weniger. Warum sollte Frau Kienhardt ihre Freundin umbringen? Kannst du nicht wissen. Das ist eine Liebe wie jeder andere auch. Mit Hass, Eifersucht, Verlustangst, Wunden. Ja, alles, was es so gibt. Ja, was es alles so gibt? Mein Gott, wenn ich euch nicht hätte, käme ich ja nie zu den tieferen Einsichten über die Probleme des menschlichen Zusammenlebens. Ne? Wann kommt denn die Frau Kienhardt? In einer Stunde. So, da gibt's auch noch einen Mann dazu. Kunstgeschichtler, Professor Doktor Doktor. Den gucke ich mir mal an. Mein Name ist Chris, ich bin von der Kriminalpolizei. Ja, tut mir leid, meine Frau ist gerade... Ich möchte mit Ihnen sprechen. Ja. Darf ich reinkommen? Bitte. Danke. Hallo. Guten Tag. Wo kommst denn du her? Ich war länger in der Schule. Ja, wollen wir denn... Sind Sie Polizist? Ja, und Sie sind die Tochter? Was haben wir mit der Polizei zu tun? Ihr Vater und Ihre Mutter werden Sie Ihnen erklären. Da bin ich mir nicht so sicher. Jenny, bitte. Danke. Was hat Ihre Frau Ihnen erzählt? Dass eine Freundin von ihr heute Nacht erschossen wurde. Ganz schrecklich. Kannten Sie die Freundin? Nein. Wir nehmen nicht jeder an allem teil vom anderen. Sollten Sie vielleicht. Ich muss nicht alles wissen. Können Sie sich vorstellen, dass Ihre Frau Sie betrügt? Sie haben mich verstanden. Sie sind ja sehr direkt. Ich weiß. Ich muss. Ja, ich bin mir sogar ziemlich sicher. Und ich leide darunter ganz furchtbar. Aber Sie wissen nicht, mit wem Ihre Frau Sie betrügt? Nein, ich kenne den Mann nicht. Mit einer Frau? Ach so, ja, dann... Dann ist mir auch klar, weshalb Sie hier sind. Das ist die Frau... Die heute Nacht. Ja. Und jetzt könnten Sie sich vorstellen, dass ich derjenige war, der... Nein, nein, nein. Ich kann keinen Menschen töten. Eine Frau schon gar nicht. Ein Mann? Wenn es ein Mann gewesen wäre, mit dem Ihre Frau Sie betrügt? Ja, schon eher. Das bitte, ich weiß es nicht. Das hätte ich jetzt... wahrscheinlich nicht sagen dürfen. Hm? Haben Sie eine Waffe im Haus? Mehrere. Ich bin Jäger. Ich möchte Sie sehen. Alle. Selbstverständlich. Was machst denn du hier? Was soll ich hier machen? Ich bin doch manchmal hier unten. Bitte.
Haben Sie auch Faustfeuerwaffen? Ja, einen Revolver. Kann ich ihn sehen? Ja, gerne. Der ist weg. Kommen Sie bitte mit ins Präsidium. Ich glaube, wir haben doch noch ein bisschen mehr zu reden. Ist das eine Festnahme? Nein, es ist nicht. Noch eine Frage. Bei der Feier gestern Abend im Bistro, worum ging's da eigentlich? Gabi hatte sich entschlossen, sich von ihrem Mann scheiden zu lassen. Hatten Sie Streit mit Ihrer Freundin? Warum fragen Sie das? Bei dem Mord an Ihrer Freundin handelt es sich um eine Beziehungstat. Frau Kienert. Und wenn ja, wenn ich sage, wir haben uns gestritten, dann können Sie sich auch vorstellen, dass ich Sie erschossen habe? Wir gehen jedem Verdacht nach, bis wir den Täter haben. Ja? Der Herr war bestellt. Oder etwa nicht? Doch, doch. Bitte kommen Sie mit nach nebenan, Herr Michalek. Mhm. Was starren Sie mich so an? Es tut mir so leid. Wegen Gabi. Was? Sie waren das? Sie haben unser Leben zerstört, Sie! Michalek, bitte! Entschuldigung, dass das passiert ist. Seine Ehe war schon vorher kaputt. Ja, kommen Sie dann bitte morgen das Protokoll unterschreiben. Ja. Ich bringe Sie runter. Wenn Sie beide bitte draußen warten würden, ja? Tut mir leid. Du macht nichts, wir waren dort fertig. Mhm. Muss ich irgendwas wissen? Tja, Gabi Michalek wollte sich scheiden lassen. Und das haben die Frauen im Bistro gefeiert. Gefeiert, aha. Man lernt nie aus. Du sagst es, dann muss er sich ja drum kümmern, der Herr Michalek. Nun warten wir also beide vor der Tür der Mordkommission. Die Tragödie einer bürgerlichen Familie. Der Albtraum. Hör auf, dich selbst zu bemitleiden. Was sollen die sich sonst denken, wenn bei uns zu Hause ein Revolver verschwindet? Natürlich können die sich vorstellen, dass ich aus Eifersucht deine Freundin erschossen habe. Was erwartest du von mir? Kannst du dir das auch vorstellen? Habt ihr schon darüber gesprochen, dass Frau Michalek sich scheiden lassen wollte? Woher wissen Sie denn das? Dann können wir davon ausgehen, dass Sie das nötige Geld erben, um den nächsten Konkurs abzufangen. Wollen Sie nicht doch lieber einen Rechtsanwalt? Nein, ich will keinen Rechtsanwalt. Wäre aber besser. Also, jetzt machen wir ein Protokoll. Ist Ihnen zu Ihrem miserablen Alibi wenigstens ein Zeuge eingefallen? Das wird immer enger. Also gut. Ich war im Chetnik. Aha. Das ist ein Bordell, oder? Ja, das ist ein Bordell. Also Sie haben vielleicht Nerven. Also, Name, Geburtsdatum und so weiter. Würden Sie bitte Frau Kienert nach unten bringen, ja? Bitte. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Willst du mir nichts wünschen? Was soll ich dir wünschen? Kommen Sie. Müssen Sie hier sein? Ja, ich finde es spannend. Und was machen Sie da? Ich sichere Spuren. Aber ob irgendwelche Patronen fehlen, können Sie nicht wissen.
Nein, das kann ich nicht. Können Sie Ihre Tochter überreden, mich hier allein zu lassen? Jenny, kommst du bitte? Ja, Mama. Wir machen sie immer so auf. Jetzt sind meine auch drauf. Jeder von uns war schon mal da drin. Mann, du hast eine Klaue. Wie heißt der Laden? Chetnik. Chetnik kenne ich nicht. Das wäre noch schöner. So, jetzt zu uns. Ja, ich sag Ihnen das lieber gleich. Sie finden das ja doch heraus. Ich bin in dieser Nacht noch einmal weggefahren. Und wohin, wenn ich fragen darf? In dieses Restaurant, Bistro. Ja, da war ich. Ja, was wollten Sie dort? Herrgott, noch mal. Ich bin eifersüchtig. Das ist ja wohl nicht so schwer zu verstehen. Ich wollte sehen, ob meine Frau wirklich da ist. Ich war da schon öfter. Ja, und war sie wirklich da? Nein. Das heißt, ja, sie war schon fort, hat mir der Wirt gesagt. Ach, da muss der sie ja kennen, der Wirt. Ja. Ja. Der Obduktionsbericht. Ah ja, danke. Was haben Ihr Revolver für ein Kaliber? 357 Magnum. Also 9 mm habe ich vor vielen Jahren aus Amerika mitgebracht. Mhm. Wann waren Sie denn das letzte Mal an dieser Schublade? Ich möchte nicht darüber reden. Das ist nicht Ihr Ernst. Soll ich Ihnen mal klar machen, um was es hier geht? Ich weiß, um was es geht. Es geht um Mord. Und zwar um einen Mord, der mit 3 Schüssen im Kaliber 9 mm begangen wurde. Aha. Ich möchte trotzdem nicht darüber reden. Ja, und was soll ich mir jetzt vorstellen, Herr Kienert? In der Schublade war auch noch ein Brief und der ist auch verschwunden. Was für ein Brief? War ohnehin nur halb fertig. Was für ein Brief, Herr Kienert? Mein Gott, ist das mühsam mit Ihnen. Es war ein Abschiedsbrief. Ich wollte mich umbringen. Es ist schwer, darüber zu reden. Ja, das glaube ich Ihnen. Aber trotzdem, warum wollten Sie sich umbringen? Warum? Ich hatte die Liebe meiner Frau verloren. Sie ist ein wundervoller Mensch. Sie ist meine große Liebe. Dann bitte hier unterschreiben. Die Damen vom Chetnik haben ihr Alibi bestätigt. Ach. Bis auf eine halbe Stunde. Ja, und was soll das jetzt wieder heißen, bis auf eine halbe Stunde? Naja, es fehlt eine halbe Stunde. Herr Michalek, eine halbe Stunde reicht bis zu Ihnen nach Hause. Ja, aber jetzt will ich doch einen Anwalt.
Was wirfst du mir vor? Das werfe ich dir vor. Papa leidet. Er geht daran kaputt. Siehst du das nicht? Und was ist mit meiner Freundin? Was ist mit ihr? Jemand hat sie getötet. Jemand ist gut. Da gibt es ja nicht so viele. Vielleicht war es ihr Mann. Oder dein Mann. Oder ich. Bist du verrückt geworden? Wo ist denn der Revolver? Und wo ist der Brief? Den Brief hab ich. Und wo ist der Revolver? Ich weiß es nicht. Hör auf! Dann bleibt nur noch dein Mann. Oder ich. Du sollst aufhören! Der Brief hat mich sehr getroffen. Zu spät. Geht es dir um die Liebe zu einer Frau? Wäre es etwas anderes mit einem Mann? Es geht mir um den Betrug an Papa! Was verstehst du schon? Klar, ich verstehe nichts vom Leben. Warst du letzte Nacht hier, ja oder nein? Ich kann mir nicht vorstellen, was dich das noch angeht. Ach, da seid ihr. Schaut ihr mich so an? Sie hat einen Abschiedsbrief. Guten Tag, Heimann, Kriminalpolizei. Guten Tag. Guten Tag. Sie wissen ja sicher, was passiert ist. Ja, es tut mir so leid um Frau Michalek. Herr Michalek ist nicht zufällig hier? Doch, er ist im Lager. Holen Sie ihn bitte. Ja, natürlich. Ja, das hätte ich mir denken können. Ist Ihnen zu dieser fehlenden halben Stunde noch was eingefallen? Herr Michalek war bei mir. Ja, genau, das stimmt. Ich habe vorhin nicht dran gedacht. Und wo? In Ihrer Wohnung, nehme ich mal an. Ja. Aha. Nichts aha. Verstehen Sie, ich musste eine Entscheidung treffen. Ja, dann habe ich Frau Kaiser mitgeteilt, dass ich Sie leider entlassen muss. Herr Michalek wird den Laden schließen. Und sowas teilen Sie Ihre Angestellten nachts um 12 in Ihrer Wohnung mit? Ja. Das nehmen Sie auch auf Ihren Eid? Ja, das werde ich beschwören. Ja, dann. Übrigens, ich werde weggehen von hier. Ich will neu anfangen. Vielleicht in Australien. Mit dem Geld? Ja, mit dem Geld. Wiedersehen. Wiedersehen. Soll ich das auch lesen? Klar. Michalek war zwar im Bordell, aber es kam zu nichts. Nur getrunken hat er. Wer sagt das? Er. Die Damen könnten das bestätigen. Ohne den Revolver, mit dem sie getötet wurde, geht gar nichts. Wir brauchen die Tatwaffe. Michalek hat noch ein Alibi. Seine Verkäuferin, Regina Kaiser. Aha. Aha. Genau das haben wir auch gesagt. Haben die was miteinander? Tja, das werden wir ihnen wohl erst beweisen müssen. Ja, Heimann? Ja, gut, Sie können sie raufbringen. Jenny Kennert, die Tochter. Diese Verkäuferin, Regina Kaiser, mit der möchte ich sprechen. Du, die will das auf ihren Eid nehmen, Leo. Möchte trotzdem mit ihr sprechen. Ja? Danke. Guten Abend. Guten Abend. Wen von uns kennen Sie denn jetzt noch nicht? Das ist Herr Richter, das ist Herr Heimann.
Guten Abend. Setzen Sie sich bitte. Das, was ich sagen will, brauche ich mich nicht zu setzen. Ich habe diese Frau getötet. Würden Sie sich jetzt bitte setzen? Also, warum? Diese Frau hat unsere ganze Familie zerstört. Meine Mutter ist auch schuldig. Aber ich konnte sie nicht umbringen. Wie kann man seine Mutter töten? Wie alt sind Sie? 17. Warum? Wie oft haben Sie denn geschossen? 3, 4 Mal. Ich weiß es nicht mehr genau. Und die Waffe? Wo ist die? Ich habe sie weggeworfen. Unterwegs. Ich war mit meinem Mountainbike dort. Würden Sie sie wiederfinden? Am Tag als... Ich will es versuchen. Tja, von Kinnert. Durch Ihre Aussage stehen Sie unter dem Verdacht, Frau Michalek getötet zu haben? Ich nehme Sie vorläufig fest. Axel. Und was passiert jetzt? Wir fahren zu Ihren Eltern. Was ist eigentlich so wichtig daran, wie alt ich bin? Das wissen Sie doch ganz genau. Weil Sie noch eine Jugendstrafe kriegen würden. Und wie hoch wird die sein? Wir sind keine Richter. Ihr Fahrrad ist auch nicht da. Wenn sie sich was angetan hat, können wir uns beide umbringen. Ach ja. Vielleicht wäre das überhaupt die Lösung. Das ist purer Zynismus. Es geht um deine Tochter! Ja, das weiß ich. Und ich liebe sie mehr als mein Leben. Und darum wolltest du dich umbringen? Mein Gott, was ist bloß aus uns geworden? Das fragst du noch. Ja, was ist? Wollen Sie uns nicht reinlassen? Bitte? Da bist du ja. Sabine, was soll das? Müssen wir hier stehen bleiben? Bitte. Würden Sie uns das bitte erklären? Ihre Tochter hat ein Geständnis abgelegt. Was für ein Geständnis. Ihre Tochter hat gestanden, mit dem Revolver aus der Schublade Frau Michalek erschossen zu haben. Sag mal, bist du wahnsinnig geworden? Nein, ich bin ganz cool. Oder kannst du das nicht sehen? Das nimmst du sofort zurück. Nein. Oder hast du sie erschossen? Nein, und das weißt du auch. Nehmen Sie meiner Tochter die Handschellen ab. Ich habe die Frau getötet. Wo ist die Waffe? In meiner Jagdhütte. Ich hätte nur ein paar Jahre bekommen, Papa. Jugendstrafe. Schon gut. Herr Kinnert, ich nehme Sie vorläufig fest. Warum?
zu viel Liebe.